Kidman? Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge und einem neuen Kapitel von The Evil Within. Ja, wir befinden uns jetzt im 13. Kapitel und zwar Opfer. Wer wird wohl das Opfer sein? Wir werden es hundertprozentig sein. Das hat sich gereimt. Das war geil. So, wir sammeln jetzt hier erstmal noch ein bisschen Geld auf. Kipplin ist höchstwahrscheinlich jetzt abgestürzt, aber who cares? Nobody. Ist mir doch egal. Die Olle hat uns schon so oft sitzen lassen, das geht gar nicht mehr. So, ja. Es tut mir sehr leid, dass am Freitag keine Folge kam, aber... Moment, sah das gerade am Bett so komisch aus? Egal. Dass keine Folge kam, aber ich hatte am Freitag, hatte ich mich noch hingesetzt und das nachsynchronisiert. Und dann bin ich irgendwann auf eine Taste gekommen, so kurz vor Ende. Und dann habe ich die Szene nicht mehr gefunden, wo ich war. Und ja, dann war die Folge irgendwie total zu kurz und ach, keine Ahnung. Obwohl ich wirklich schön nachsynchronisiert habe. Ich weiß überhaupt gar nicht, wo die Folge, wo der Rest der Folge ist. Also nicht wo der Rest, sondern wo die Audiodatei ist. Habe ich mich vor kurzem echt gefragt. Also theoretisch ist es immer so, ich nehme auf und schneide dann gleich alles und rende dann. Weil wirklich, Moment. Lade ich sogar gleich hoch und alles. Also das wird dann immer alles gleich ziemlich schnell gemacht. So, ich glaube, hier muss ich wieder runter. Also gleich weitermachen. Aber da vorne lag jetzt gerade noch was ich vorlegen muss. Moment. Ich mal streichen und sagen. So. Dann. Tagebuch von Sebastian Castellanos. 1. September 2012. Myra ist weg. Ich habe schon seit Tagen nichts mehr von ihr gehört. Ich habe es den anderen erzählt, aber die halten mich für verrückt. Ihr Auto, ihr Computer und einige ihrer Sachen sind fort. Keine Anzeichen von falschem Spiel. Alle glauben, dass sie mich verlassen hat. Sie reden über meine Trinkerei, als ob die etwas mit Myras Verschwinden zu tun hätte. Sie verhalten sich auch nicht so, als wäre sie verschwunden. Sie behandeln mich, als wäre ich schuld, dass sie mich verlassen hat. Aber ich weiß, das hat sie nicht. Jemand hat sie mitgenommen. Sie war irgendetwas auf der Spur. Aber was? Vielleicht war sie ja auch dem Doktor auf der Spur, dass sie gemerkt hat, dass er irgendeine Scheiße macht, mit Menschen experimentiert. Und ja, aber... dann halt irgendwie auf der Suche war nach weiteren Informationen und allem. Aber ja. Ich weiß auch ganz ehrlich nicht, was in dem zweiten Teil von The Evil Within passiert oder ja, was da. Komme ich hier jemals wieder raus? Was ich lustig fand, ich hatte. Moment. Anwesen brennt ab. Jahrhundertaltes Anwesen abgebrannt. Verdacht auf Brandstiftung. Das Vegetariano-Anwesen ist vollständig abgebrannt. Es wird von Brandstiftung ausgegangen. Der Aufenthaltsort des zurückgezogenen lebenden Besitzers ist unbekannt. Das müsste Rubik sein. Mir doch egal, wo der ist. Dann wäre es sich nicht vor uns stellen. Ihr letzter Besuch ist schon eine Weile her. Wenn ihr mich hier nicht so oft reinlässt, kann ich auch nichts machen. Ja, sie irgendwie auf, ach ja, stimmt, ich war jetzt da. Ich weiß gar nicht, was im zweiten Teil so richtig passiert. Ist auch besser so, weil werde ich irgendwann aufspielen, aber das wird, glaube ich, noch ein Stück dauern, weil ich habe jetzt schon ein paar andere Projekte angefangen. Auch wieder so ein bisschen ein ähnliches, etwas gruseliges und ich bereue es etwas schon. Aber ich habe noch ein anderes schon aufgenommen, da bin ich sogar bald durch mit Hochladen. Da muss ich mich dann noch, bin ich eigentlich schon ziemlich weit. Das haben fast alle, haben da schon einen Titel. Also es wird eher ein kürzeres Projekt werden. Ja, kürzeres Projekt. Ja. Und dann würde ich gerne wieder mit einem etwas größeren, wenn ich jetzt mit dem fertig bin. Okay, das andere ist eigentlich auch wieder etwas größeres. Ja, das muss ich mal schauen. Ich muss jetzt, ich habe jetzt die Woche habe ich jetzt an sich, habe ich noch ein bisschen frei. Und dann muss ich mich mal hinsetzen und bisschen aufnehmen und also weitermachen.
Heute war eigentlich was ganz anderes geplant. Theoretisch wäre ich heute mit meinen Eltern und meiner Schwester wohin gefahren, aber wir hätten auch noch was Schönes gemacht, was ich gebucht habe. Und das Problem ist jetzt einfach, meine Mom ist erkrankt. Die hat irgendwie, sie hat geschrieben, sie hat eine Mittelohrentzündung und muss dann noch zum Arzt und so einen Scheiß. Was natürlich nicht gut ist, aber ich habe verbindlich gebucht. Besonders, wir haben das, ich habe das gestern erst gebucht. Weißt du? Und ich ärgere mich jetzt so, dass ich nicht gesagt habe, irgendwie, ja, bist du dir sicher, dass es dir morgen besser geht? Weil ich wusste ja schon, dass sie krank ist. Ist jetzt nicht so, dass es jetzt aus heiterem Himmel, also aus heiterem Himmel schon ein bisschen, aber. Also jetzt, ja, ja, sie hätte sich halt irgendwie so ein bisschen erkältet oder keine Ahnung. Das war halt jetzt scheiße. Ist halt für mich auch blöd. Weil ich habe das halt jetzt gebucht und ich sehe es halt kommen, dass ich da eine Rechnung bekomme von 40 Euro, die ich als Strafe zahlen muss, weil ich es halt vernünftig gebucht habe und nicht aufgekreuzt bin. So, und dann muss ich jetzt mal um 12. Du bist nach unten. Okay, du willst nicht mehr reden. Dann muss ich dann um 12 mal bald dort anrufen und sagen, hier, tut mir sehr leid, aber können ist wir auch nur zu zweit Säure? Kommen. Also sehe ich meine Schwester noch hingehen. Ich habe nämlich auch gefragt, ein paar Leute, die mit mir studieren, die mitkommen können, aber da hat mir bisher noch keiner geantwortet. Ich weiß gar nicht, ob. Manche sind leider natürlich auch im Urlaub, ist immer sehr schön, weil jetzt gelesen haben es zwei, aber die interessiert es nicht, weil die schon. Die sind entweder im Urlaub oder. Das ist ein bisschen scheiße. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber was willst du machen? Ja. Krankheit ist halt, geht halt manchmal echt schnell. Also, das kenne ich selbst zum Beispiel. Es war auch so, dass ich von einem Stück. Das ist jetzt schon wieder. War denn das? Lass das schon wieder ein halbes Jahr her sein. Ich bin jetzt hier mal hier hintergerannt, weil ich gedacht habe, Joseph möchte vielleicht auch hier runterkommen, aber. Ah, es wird gleich passieren, dass er plötzlich neben mir steht und ich so, ah, das ging aber schnell. Die Geschichte erzähle ich euch gleich mal, weil jetzt kommt eine kurze so Zwischensequenz. Gott, was kann denn so eine Verwüstung verursachen? Ist das eine U-Bahn, die da aus dem Boden guckt? Ja, aber schau, wie sie liegt. Wenn wir es bis dahin schaffen, könnten wir mit ihrer Hilfe rüberkommen. Konzentrieren wir uns darauf, hier rauszukommen. Genau, machen wir das. Und zwar war das auch so. Ich war. Also, ich wusste, dass ich war etwas krank. Ich hatte irgendwie Schnupfen, Husten oder irgendwie sowas. Und. Es war allgemein. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber das war, sag mal, viertel, halbes Jahr ist es her jetzt. War auch ganz komisch. Ich war. Ich hatte allgemein. Hatte ich. Über einen längeren Zeitraum war ich krank gewesen. Ich hatte erst, ich weiß gar nicht, was mit was angefangen hat, aber zumindest war ich wirklich über so mehrere Wochen war ich krank. Also wirklich so einen Monat war ich komplett krank. War es halt so, dass ich halt erst überlegt hatte oder halt erst nicht zum Arzt gegangen bin. Es waren halt so Dinge, die jetzt so erst so Halsschmerzen, so ein bisschen Schnupfen und so weiter und so fort. Aber ich habe dann halt gesagt, naja, ja. Kriegst du schon irgendwie wieder alleine hin über deinen Körper schon, weil Antibiotikum ist ja wie gesagt nicht so gut für deinen Körper, weil halt Resistenzen gebildet werden können. Natürlich ist es so, dass Antibiotikum einem sehr, sehr viel hilft, weil es halt wirklich aggressiv vorgeht und man deutlich schneller ja, die Krankheit überwinden kann. Ist ja auch alles schön und gut. Aber bei mir war es halt mal so, dass ich vor auch vielen Warte. Jahren ich glaub, ich sehe einen anderen Weg. Auch Antibiotikum bekommen. Wir treffen uns weiter unten. Ja, tschüss. Antibiotikum bekommen habe, wegen eigentlich was recht lapidaren. Ich hatte Blasenentzündung gehabt und ja, das war noch nicht mal halb so schlimm. Also das war wirklich nicht schlimm, es war eine Scheiße. Wirklich eine richtig leichte Blasenentzündung. Und dann war es so, dass ich auch Antibiotikum bekommen habe und ich habe Ausschlag bekommen. Und das war richtig scheiße. Ich habe
also allergisch auf das Antibiotikum reagiert und hatte wirklich am ganzen Oberkörper solche Pusteln gehabt. Das Problem war, meine damalige Kinderärztin hat halt dann Angst gehabt, dass ich halt irgendwie so sich meine Blutgefäße, meine Kapillaren sich entzünden oder irgendwie, weil das halt echt komisch aussah. Naja, ich habe dann nichts weiter, ich war dann auch mehrere Wochen wirklich von der Schule befreit, weil sie halt Angst hatte, dass es halt schlimmer wird und so weiter und so fort. War ja okay, es war ja nur eine Vorsichtsmaßnahme, aber ich habe mich halt damals halt sehr geärgert, dass sie mich halt krank geschrieben hat wegen, oder halt besser gesagt, mir Antibiotikum verschrieben hat wegen einer sehr leichten Blasenentzündung. Aber naja, sie wollte halt einfach auf Nummer sicher gehen. So, und deswegen bin ich, seitdem hatte ich auch kein Antibiotikum mehr, bis halt zu dem Zeitpunkt. Und dann war es so, es war Mittwoch, glaube ich, also ich war, bis Dienstag war ich ganz normal in der Vorlesung. Und dann war es plötzlich so, dass ich am nächsten Tag aufgewacht bin. Mir war klar, heute geht gar nichts. Also, ich lag wirklich den ganzen Tag im Bett. Ich habe nur geschlafen. Ich habe mich so gut wie gar nicht bewegt. Also ich habe wirklich mich maximal von einer zur anderen Seite gedreht. Mir ging es so scheiße. Ich habe nicht mal was gegessen oder so an dem Tag, glaube ich. Ich bin halt wirklich nur... Ich habe nur getrunken. Also bin aufgestanden, habe mir was zu trinken geholt und das war's. Es war auch so, dass ich glaube, das war in der Nacht zum Mittwoch, bin ich auch in die Küche gegangen, habe mir was zu trinken geholt, habe mich hingesetzt und wir haben ja eine WG-Katze, besser gesagt zwei, und er ist auf meinen Schoß gesprungen, wollte gestreichelt werden. Ich habe oben am Kopf angesetzt und meine Hand ist runtergekippt und ich hatte keine Kraft mehr zu, meine Hand wieder zu heben und ihn wieder von oben nach unten zu streicheln. Ich war so fertig mit meinem Leben. Und ja, es war dann so, dass ich halt mega fertig war. Und meine Eltern wohnen halt weiter weg, sagen wir es so. Nicht so weit. Oh, sagen wir mal so anderthalb bis zwei Stunden ungefähr. Und also es ist halt so, dass ich dann halt irgendwann mit meiner Mom telefoniert habe, weil sie mich gefragt hat, wie es mir halt geht. Und ich gesagt habe, mir ist so scheiße. Ich liege den ganzen Tag im Bett, ich kann nichts machen. Und ne? Und naja, es war dann so, dass sie meinen Dad informiert hatte und mein Dad gesagt hat, weil ich halt Antibiotikum bekommen hatte. Genau, das muss man erwähnen. Ich hatte Antibiotikum bekommen und wir wussten nicht, ob ich vielleicht allergisch auf das Antibiotikum reagiere. So, und dann war es halt so, dass ich gesagt habe, okay, oder dass mein Dad gesagt hat, so, ich hole dich ab, Moment. Ich bin irgendwie heute so müde, obwohl ich echt recht gut geschlafen habe. Wir gehen, also er hat mich dann abgeholt, wir sind dann hier um die Ecke noch in die Notaufnahme gefahren, um einfach auf Nummer sicher zu gehen, dass ich nicht allergisch auf das Antibiotikum reagiere. So. Und ich hatte halt auch Fieber gehabt und mir ging es richtig scheiße. Ich bin in die Notaufnahme rein mit meiner Wasserflasche, weil ich einfach hauptsächlich nur getrunken habe und nichts essen konnte. Also ich musste halt immer fürs Antibiotikum, musste ich immer ein bisschen was essen. Und ich bin in die Aufnahme rein. Wir haben uns hingesetzt. Was mache ich? Ich lege mich erstmal über diese Stühle einfach hin, weil es mir so scheiße geht. Ja, naja, sie haben dann gesagt, nein, es liegt nicht am Antibiotikum, ich soll es weiternehmen und wenn irgendwas schlimmer werden sollte, dann ja. Wahrscheinlich habe ich halt irgendwie noch einen anderen Infekt in der Zeit mir eingeholt, der halt dann, keine Ahnung, halt mich komplett körperlich niedergemacht hat. Also, und naja, da war ich halt dort gewesen und ja, wir sind dann auch nach Hause gefahren. Meine Schwester hat dann einen Polterabend verpasst, was mir auch sehr leid tat, aber sie hat halt auch gesagt, ja, sie hatte sowieso nicht so Bock drauf, hat sie gesagt. Und ich wäre halt auch mitgegangen, aber das war aussichtslos. Und naja, dann war es halt auf jeden Fall so, dass ich, wo ist jetzt meine Maus? Ach da. Dass ich, ich warte jetzt hier überhaupt gerade auch, dass er wieder vorkommt und sich dann umdreht und ich ihn von hinten erstechen kann. Wir sind dann nach Hause gefahren
Und meine Mom, die war irgendwie auf einer Feier, ist die dann. Ist auf einer Feier und ich saß dann in der Küche oder ich bin, glaube ich, gleich ins Bett. Und habe mich hingelegt und wollte einfach nur noch schlafen. Und dann war es so, dass sie dann in der Nacht wiederkam und wir Wadenwickel gemacht haben. Das war das Geilste dieser Nacht. Also ich lag dann nämlich noch den ganzen Tag, lag ich auch wieder komplett. Ja, dieses Ding hat mich ziemlich verwirrt. Es ist wieder dieses Rubik-Nachbilde etwas, was wir das letzte Mal hatten, was halt diese, keine Ahnung, diese Dings wieder macht. Ja, am besten ist halt wirklich hier ins Knie schießen und oder in die Beine schießen, dass die umfallen und dann macht er das nämlich auch nicht. Und ja, ich lag dann halt, ich war wirklich dann für den Rest der Woche krank und das Problem war, ich musste Übungsserie abgeben. Und halt, weil die auch teilweise, weil die halt auch so war, eine Übungsserie, wo ich 50% der Punkte erreichen musste. Also Übungsserien sind sozusagen eine Art von Hausaufgaben, welche, also wir bekommen halt so ein wir bekommen halt ein Blatt oder wir müssen uns das Blatt besser gesagt runterladen oder keine Ahnung, zwei nehmen. Also wir bekommen halt Aufgaben gestellt, welche wir halt über eine Woche, glaube ich, haben wir immer so Zeit abarbeiten müssen. Die müssen wir in manchen Fächern verbindlich, also müssen wir abgeben, nicht verbindlich. Wir können sie abgeben und dann werden die benotet. Und nicht benotet, sondern die werden halt bepunktet. Und wenn die halt bepunktet sind, ist halt in manchen kannst du sie einfach freiwillig abgeben, dass du halt einfach weißt, okay, auf welchem Stand bist du. Bei anderen ist es halt hingegen so, dass du eine bestimmte Punktzahl erreichen musst, also meist 50%, und dann wirst du zur Prüfung zugelassen. Erreichst du die 50% nicht, wirst du nicht zur Prüfung zugelassen und du musst das ganze Modul nochmal wiederholen mit den Übungsserien. Ja. Und naja, das war halt so und ich habe dann halt, ja, ich musste diese Übungsserie halt dann abgeben und habe sie ihr dann per Mail geschickt. Und ja, es war wirklich, das war die krasseste Zeit, die ich damals hatte. Also ich habe mich wirklich noch nie so schlecht gefühlt. Also ich habe zwar auch mir schon die Weisheitszähne ziehen lassen und ansonsten bin ich eigentlich jemand, der zwar ab und zu mal krank ist, aber jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, oh mein Gott, mir ging es richtig schlecht. Also das war wirklich der Höhepunkt damals. Und ja, aber wie man sieht, habe ich es überlebt und auch ohne irgendwelche Folgen. Nee, aber ich würde sagen, mit Antibiotikum hätte das wahrscheinlich noch viel mehr ausarten können. Hätte es sogar dann so sein können, dass ich ins Krankenhaus musste hätte. Aber naja, war alles gut soweit. Ich war ziemlich glücklich dann. Ja. War gut. So, ja. Alles gegangen. Also manchmal ist halt wirklich, man sollte nicht zu leicht, also die Moral daraus, die ich euch jetzt so sinngemäß daraus bringen wollte, ich gucke da gerade rum, weil der Typ, der da an der Wand sitzt, da habe ich überlegt, ob der lebt oder nicht. Ich sammle jetzt, glaube ich, erstmal das Gel hier noch ein. Ja, und zwar die Moral daraus ist, man sollte nicht zu leichtsinnig sein mit Antibiotikum, doch manchmal kann es recht gut sein, dass man Antibiotikum nimmt, weil es einem wirklich viel, viel bringen kann manchmal. Weiß halt auch, natürlich, es ist ein Eingriff in einen Organismus, aber viele Frauen nehmen tagtäglich die Pille und das ist genauso ein Eingriff in den Organismus. Also, ich bin jetzt kein unbedingter Verfechter der Pille, um ganz ehrlich zu sein, weil ich mich teilweise informiert habe darüber und ja, es ist einfach ein hormoneller Eingriff. Dein Körper ist theoretisch in der Lage, die Hormone selbst zu produzieren, doch ja, du nimmst das deinem Körper dann ab. Das ist genauso wie wenn Männer künstliches Testosteron nehmen, dann ja, muss der Körper das auch nicht mehr machen und ja, es ist nicht unbedingt gut. Und ja. Es gibt andere Verhütungsmittel, sagen wir so. Aber wir sind jetzt hier bei The Evil Within und nicht bei wie fühlt ihr richtig? ich werde einen Teil dieser Folge wegschneiden, weil da wirklich nicht viel passiert ist mehr, sondern ich bin einfach nochmal gestorben. Ich zeige euch jetzt hier noch den Tod, weil ich... Oder ist das... Ach, das ist einfach der nächste Tod. Ach so. Okay, dann. Was habe ich denn hier gemacht?
Ah, stimmt, ich habe meine Strategie. Ich habe meine Strategie besprochen. Genau, und zwar, wie meine Strategie wäre. Es ist halt kompliziert. Ich habe halt nicht so viel Munition. Und ich wusste nicht so richtig, wie ich vorgehen soll. Also einerseits hatte ich halt diesen einen Typen, oder steht, es läuft auf jeden Fall einer immer hinten lang. So, einer steht auf dem Balkon. Irgendwo steht noch einer, das weiß ich. Und dann haben wir noch so einen anderen Ruvik. Aber ich glaube, es gibt sogar noch einen Ruvik. Ruvik ab Klon, was auch immer, weil ich habe nämlich das nochmal aufgenommen gehabt. Oder versucht, sag ich so. Dann bin ich wieder gestorben. Ey, ich bin so ausgerastet. Da sehen wir nämlich den einen. Ja, da war ich eigentlich, an sich war ich da ziemlich gut, aber er hat mich wieder umgebracht. Und ich konnte, weil ich hatte dann keine, ich hatte, glaube ich, keine Munition mehr. Und es war ziemlich, ziemlich scheiße. Oh mein Gott. Ich habe gerade eine mega geile Idee. Weil ich habe eine ziemlich gute Strategie das letzte Mal. Die werde ich das nächste Mal anwenden. Ich hoffe zumindest, dass ich das nächste Mal nicht sterbe. Das wäre nämlich wieder scheiße. Oh, so, wir haben es jetzt gleich bei mir um 10. Ne, traf wieder 10 erst. Ich war so froh, dass dieses Etwas da drüben nicht aufgestanden ist. So, ich denke mir so. Ich so, okay, super. Gut, dann haben wir den weg. Dann denke ich mir einfach so, okay, gut. Alles safe. Aber ich hätte einfach rennen müssen ohne diesen Dings. Weil hier ist nicht noch einer. So, hör mal, das geraten wir jetzt hinter dem Stück. Hier weg. Und das, sobald du da reinrennst, tut es das. Ja, geil, ne? So, da würde ich sagen, machen wir jetzt hier Schluss. Ich glaube, ich sterbe dann maximal nochmal. Und ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns in einer neuen Folge. Und dann werden wir das hoffentlich schaffen. Bis dahin wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.